Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo heute, denn es ist was Schreckliches passiert. Ich wollte heute eigentlich Primitive Plus spielen. Das Problem ist, bei Primitive Plus sind meine Speicherstände weg. Danach wollte ich bei Scorched Earth gucken, dachte mir, ja, zur Abwechslung kannst du da auch mal reingucken. Ist auch alles weg. Und überall sind meine Speicherstände weg. Ich habe in der PlayStation Cloud nachgeschaut, also da wo automatisch Spielstand hochladen, wenn du PlayStation Plus Mitglied bist. Da sind sie auch nicht drin. Es ist alles weg. Jetzt fragt euch bestimmt, wo bin ich gerade? Ich bin gerade auf meinem eigenen Server drauf, der läuft schon seit 3 Tagen. Jetzt nicht fragen, wie kommt man da drauf? Ich habe es auf Twitter öffentlich gepostet. Passwort und ja, die Adresse halt. Aber na, ist ein bisschen doof, weil Spielstände sind weg und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt wieder von vorne anfange, ist das ein bisschen blöde, ne? Und wenn ich jetzt stumpf hier auf Level 1 wieder anfange, ist das auch ein bisschen blöde. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn gerne sehen wollt. Ich weiß, Ragnarok, aber Ragnarok gibt's momentan auf dem PC. Aber auf PlayStation halt nicht. Das dauert halt noch bis zum 29. glaube ich. Ja, 29. war es, ne? Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche coolen Vorschläge habt, was ihr sehen wollt, ich sage, das ist nicht. Oh, jetzt sagt der Typ, der, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Jetzt wird er faul, hat keinen Bock mehr und so ein Scheiß. Nee, habe ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich schon noch Lust. Aber wenn ich, ich meine, mir macht das Spaß, wieder von Anfang an anzufangen. Aber ob es euch Spaß macht, dabei zuzuschauen, wenn ich mich hier wieder stumpf allein hocharbeite, wer wohnt denn hier oben eigentlich? Das wäre dann auch ein bisschen doof. Jetzt fragst du dich auch, warum spielst du denn nicht auf deinem eigenen Server? Der ist zu Testzwecken da. Wer wohnt denn hier? Okay. Der ist eigentlich nur zum Testzwecken, weil ich testen will, wie stabil das Spiel jetzt überhaupt noch läuft. Weil, ja, vorher haben wir das immer Problem gehabt, dass es komplett abstürzt und so weiter und so fort. Jetzt geht es. Also die Server, also der Server läuft. Aber irgendwie auch noch nicht ganz so rund. Also manchmal findet man ihn, manchmal findet man ihn nicht. Also wenn man bei der Suche das eingibt und so weiter, ist ein bisschen nervig. Also selbst ich komme nur alle zwei Tage drauf, weil ich kann mich eigentlich selbst einladen. Aber ich will das per Suche machen, weil das sonst echt beknackt ist. Ich will ja später, wenn ich einen Server errichte, dass ich den auch finden kann. Und manchmal ist es so, da gibst du bei der ARC-Suchleiste ein und kommt einfach nichts. Ist immer ein bisschen blöde, wie viel sind denn gerade drauf? Nicht gerade viel. Na gut, es ist 0 Uhr. Na gut, Freunde. Das zu dem kleinen Infovideo. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so sehen wollt. Vielleicht wollt ihr sogar Ark auf dem PC sehen. Zum Beispiel Ragnarok. Könnte ich mit dem Sari vielleicht irgendwas machen? Mal gucken. Oder soll ich vielleicht hier auf meinem Server, wenn ich da wieder neu anfange, ist das auch doof. Weil bis zum 29. das sind nur noch ein gut, Monat. Gut, schreibt mir mal in die Kommentare, worauf ihr Bock hättet. Ich habe eigentlich sowieso auf alles Bock, aber halt vom neuen Anfang, ob euch das gefallen würde oder nicht. Ne? Gut, dann. Ja, das war's mit dem Infovideo. Ich danke dir vielmals fürs Reinschnuppern. Ich danke dir jetzt schon mal für das, was du sehen möchtest. Gut, haust rein, mach's gut. Ciao.